Mein Name ist Janine Gmelin, ich bin professionelle Ruderin und jetzt gibt es Inside Sam. Hallo. Paddeln hat nichts mit dem Ruder zu tun, man meint immer, aber wir sagen Ruder oder Schools. Mit einem feinen Birchenmüsli als zum Morgen und einem Kaffee. In der Regel 3. Es kann aber auch mal sein, dass es 2 sind, aber meistens ist es 3. Immer sehr ähnlich, immer zwischen etwa 10 vor 8 oder 8 bis 10 und dann von etwa 1 bis halb 3 und dann von ungefähr 5 bis halb 7. Sehr, sehr unterschiedlich, kommt sehr darauf an, in welcher Phase gerade von der Saison ich bin. Oft wird administrative Sachen auf das gelegt. Aber ich probiere auch sehr oft, möglichst sagen wir einen halben Tag oder mindestens ein paar Stunden etwas machen können, was für mich sind. Also sei das irgendwie an den See gehen und ein bisschen baden oder ob das irgendwie eine kleine Wanderung ist in den Bergen oder das Mittagessen mit meinen Kollegen oder Kolleginnen oder ein feiner Brunch mit meiner Schwester, das variiert ganz verschieden. Kommt ein bisschen auf die Jahreszeit davon, im Winter fahre ich sehr gerne Ski. Aber eben, die Zeit bleibt halt nicht so viel für das und auch das Verletzungsrisiko ist relativ hoch beim Skifahren. Und sonst ist es schon, ich fahre relativ gerne Rennvelo, das ist eine gute Alternative. Was noch? Ja, ich mache vieles gerne, aber ich glaube so am liebsten ist es schon, wenn ich so jetzt müsste wählen, wäre Skifahren. Ja, jetzt sitze ich in Obwalden, wohne entweder in der Melchsee Frutt oder in der Region Engelberg. Und sonst, früher als Kind sind wir immer auf Disentis und in Hasliberg. Das können viele Sachen sein. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was man unter Inspiration versteht. Ein Teil ist sicher die Natur, weil sie uns immer wieder zeigt, dass wir das Gefühl haben, wir wissen alles und wir können alles, aber das nicht der Fall ist. Und das andere ist einfach Menschen, die sich ein Ziel eigentlich verschreiben und das mit Herzblut verfolgen. Das müsste ich fast meine Familie fragen. Ich schätze mal, perfektionistisch würde wahrscheinlich dem vorkommen. Ich glaube, meine Mami würde einfach sagen, sehr lieb, aber das ist nicht bezogen auf das, dass sie meine Mami ist, sondern mehr einfach als freundliche Persönlichkeit, also so eine liebenswürdige Art, glaube ich. Und dann vielleicht fürsorglich oder, wie soll ich sagen, so relativ verantwortungsbewusst wahrscheinlich. Früher habe ich relativ viel gelesen und wirklich so ein Teenie-Buch war Heidi. und dann eigentlich eines der letzten Bücher, die ich gelesen habe und wirklich fast von A bis Z durchgelesen habe, in einem Schnutz, ist die Trilogie von Stieg Larsson. «The Girl with the Dragon Tattoo». Die Krimiserie habe ich ganz, ganz, ganz spannend gefunden. Ja, leider werde ich wieder vor eine ähnliche Frage gestellt wie schon vor etwa 10 Jahren. Was mache ich mit meinem Leben, wenn ich mal nicht mehr rudere? Und leider ist die Antwort wieder relativ vielfältiger wie schon damals. Ich kann mir einfach viele Bereiche vorstellen, weil ich relativ breite Interessen habe. Es gibt auch Bereiche, die ich absolut ausschliessen kann, aber sage niemals nie. Mir ist eigentlich vor allem wichtig, dass es etwas gibt, das ich finde oder ähnlich fasziniert und mir so den Ärmel reinnimmt wie beim Rudern. Es muss nicht auf die gleiche Art und Weise sein, aber dass ich gleich irgendwo durch eine Art eine Aufgabe finde, wo ich nicht wirklich das Gefühl habe, das ist jetzt mein Job, sondern mehr, das ist meine Leidenschaft. Ich kann sie im Bereich der Kommunikation, aber da gibt es auch ganz viele Formen wieder. Ich kann sie im Bereich selber irgendwie mal coachen oder so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ich habe viele Erfahrungen, die ich weitergeben könnte, vor allem jüngere Menschen. Ja, also Sprache interessiert mich sehr. Ich schreibe sehr gerne selber. Es hat viele Sachen, die ich mir vorstellen könnte, aber was es dann wird sein, kann ich wirklich jetzt noch überhaupt nicht sagen.
Nerven, ich glaube mehr, ich habe extrem hohe Ansprüche an mich selber. Und entsprechend habe ich auch sehr, sehr hohe Ansprüche an andere. Und das, denke ich, kann manchmal ja, mühsam sein für andere. Wenn ich so denke, Gott, verteile ich mich doch. Vielleicht macht es halt nicht so gut wie du. Oder einfach eine andere Vorstellung haben, wie etwas muss gemacht sein muss. Und ich habe meine perfekte Vorstellung. Das kann ich mir vorstellen, ist manchmal nicht ganz einfach. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die vielleicht so gar nicht irgendwie, wo man gar nicht so kann als Fähigkeit anschauen kann, sondern vielleicht so irgendwie können auf eine gewisse Art und Weise irgendwie überall, wo ich bin, einen kleinen positiven Effekt hinterlassen, irgend so etwas. Sei das irgendjemandem eine Freude machen oder sei das anderen helfen oder so, dass ich wie immer die Möglichkeit habe. Also wenn man das so sagen, ich kaufe dann wahrscheinlich schon ein Ruderboot vor 5 Jahren oder so. Wobei das, ja, also es ist über ein Crowdfunding-Projekt, das ich mir das überhaupt leisten konnte. Würde ich jetzt nicht so als Einkauf bezeichnen, aber das ist sicher etwas, wo ich viel davon hatte. Ich habe sehr gerne Süßkartoffeln und Süßkartoffeln kann man mit so vielen Sachen kombinieren und man kann sie auf so viele Arten zubereiten. Und vor ein paar Wochen habe ich es so wie eine Art probiert zu raffeln, dass man wie eine Art Süßkartoffelrösti machen kann. Und dann habe ich es noch mit Ei gemischt, also weil ich dachte, vielleicht hat es ein bisschen besser und es war gar nicht fein. Ich habe es nicht gegessen. Ja, aber ich muss dazu auch sagen, am liebsten habe ich immer ein Glas, das etwas säuerlich ist und eins, das süß ist. Also ich nehme eigentlich immer 2 Kugeln von etwas. Und das Säuerliche ist meistens Joghurt und etwas Süßes eher so in Richtung Stracciatella oder Caramel oder Kokosnuss oder so. Alkoholfrei oder mit Alkohol? Also alkoholfrei eigentlich. Weil Alkohol trinke ich sowieso nicht. Also von dem her ist das eigentlich schon mal ausgeschlossen. Nicht widerstehen. Ich habe extrem gerne Holundersirup. Das kann man auf verschiedene Arten zubereiten. Ein warmer Holundersirup im Winter ist super fein. Holundersirup im Sommer mit etwas Eis drin ist super fein. Holundersirup mit Kohlensäurewasser ist super fein. Also Holundersirup ist für mich schwer zu toppen. Nein. Ich würde sagen ja. Aber dadurch, dass ich eher so auf der klassischen Schiene aufgewachsen bin, von meinem Papi her, kann ich nicht so gut die neuesten Pop-Sachen kann ich nicht so gut mitsingen. Wenn dann, ich kenne Melodien relativ schnell, aber richtig gut mitsingen kann ich nicht. Da gibt es andere, die können es viel besser. Aber was ich dafür könnte, ist wahrscheinlich irgendein klassisches Stück, könnte ich vielleicht relativ schnell singen. Ein Delfin, glaube ich. Aber nicht unbedingt, weil ich im Wasser wäre, sondern mehr, weil ich das Gefühl habe, die haben so eine sensible Ader, um zu verstehen, was rund um sie herum geht und wie es anderen, erstens mal, wie es den Menschen geht, was ja eigentlich gar nicht ihre Spezies ist. Und so eine liebliche, irgendwie so eine liebliche Art, die sie haben, die mich mega fasziniert. Und es ist ja auch der einzige Fisch, der ein Säugetier ist. Also, die haben einfach irgendetwas Spezielles. Ich bin überhaupt nicht, eigentlich nicht ein Wasserratte, also ich bin auch nicht eine gute Schwimmerin. Von dem her ist es wirklich jetzt nicht mit dem zu tun, dass der im Wasser lebt, sondern mehr so ein bisschen vom Wesen her. Ja, wir haben Hasen gehabt früher, aber die sind, also Haustiere, die sind nicht drin gewesen, wir haben einen Garten gehabt früher. Eine Katze, die ist uralt geworden, irgendwie 21. Und dann ein Hund, weil ich immer gestürmt habe und meine Mami bitte und bete. Ich bin den Hund, ich bin den Hund. Ich habe so fest einen Hund wollen. Vor allem eben kleine Babyhündli. Und bis sie dann ja gesagt hat und wo ich 12 war, haben wir einen Hund von einer Nachbarin können übernehmen, wo ins Altersheim ist gegangen und haben da etwa nur 10 Jahre gehabt. Wahrscheinlich schon Abfahrtski fahren, obwohl ich von der Geschwindigkeit so Schiss habe. Also es ist ja wahnsinnig, was die für Speed drauf haben. Aber ich glaube, das würde ich am ehesten ausprobieren, weil ich, wie gesagt, selbst sehr, sehr gerne Skifahren. Das kann ich nicht so abschließend beantworten.
meistens, wenn ich so etwas hinter nur das, was man von der Öffentlichkeit in dem Sinne über jemanden weiss, sehe und dort etwas mehr weiss, was ist das für eine Person, was macht die Person, was hat die für eine Vergangenheit, was prägt sie, was macht sie aus. Und dann, wie so die ganze Geschichte erfahrt, dann fängt es für mich oft an, dass ich merke, oh wow, das ist ja mega bewundernswert. Und dann ist es für mich schon auch so ein bisschen, muss ich auch sagen, relativ wichtig, dass ich mich näher fühle mit Athleten oder Athleten aus Sportarten, die auch in die ähnliche Richtung gehen wie das Rudern, sprich sehr viel Trainingsaufwand brauchen. Das ist ein Beispiel, das ich geben kann, wo ich das extremst gemerkt habe, war Rio an den Olympischen Spielen, wo ich selber an die Wettkämpfe gehen von anderen Sportarten. Kunstturnen finde ich wahnsinnig faszinierend, aber so richtig mitgenommen hat es mich beispielsweise am Triathlon von Nicola Spierig, weil das von der Art und Weise, was ich weiss, was es an Training braucht und einfach der ganze Sport, wie er ist an sich, viel, viel näher ist an meinem Sport. Von dem her, ja, sind es so ein bisschen Athleten aus auch eher aus diesen Gebieten, wo einfach der Trainingsaufwand und der ganze Sport, so wie er ist, näher sind zu dem, was ich mache. Nicht einen, nein, aber es muss eher so etwas mit Melodie sein und gleichzeitig mit Beat. Ein Song, den ich wirklich, wirklich gerne habe, ist Unbreakable von Sia. Das ist so, ja, das höre ich wirklich gerne. Das freut mich aus verschiedenen, eben, weil eigentlich so die Melodie stimmt. Das ist so ein bisschen schnell, es hat ein bisschen Beat und es hat aber auch einen coolen Text dazu. Von dem her, das ist eins, den ich gerne habe. Ich traue es fast nicht zu sagen, aber mein Handy. Ich glaube, da bin ich sehr klassisch, Titanic. Aber einen, den ich auch sehr gerne habe und mehrmals schon gesehen habe und auch traurig finde, ist Brokeback Mountain. Lang war es Afrika. Und jetzt, in den letzten paar Jahren, oder eigentlich seit ich im Frühling, also Winter und Frühling 2016 in Neuseeland war, möchte ich auch gerne mal auf die Südinsel von Neuseeland. Ein bester Freund. Das ist schwierig zu sagen, jemand. Also meine Geschwister, die sind eigentlich gleichzeitig auch meine besten Freunde, das ist schon. Dann habe ich eine wirklich gute Freundin, wo ich einfach weiss, dass sie meine Auffassung vom Leben einfach so gut versteht und genau weiss, was ich meine. Das irgendwie habe ich so vorher noch nicht wirklich gehabt. Oder das ist irgendwie, das habe ich nicht mit vielen. Und dann hat es halt zwei, drei, die ich so, schon so lange kenne. Also irgendwie seit ich 10, 11 bin oder so. Die nach wie vor immer durch gute Freunde sind. Und dann aber würde ich persönlich jetzt auch sagen, jemand wie Jan van Berkel, wo ich noch nicht so lange eigentlich kenne. Und wir haben auch nicht intensivsten Kontakt, aber wenn wir miteinander reden, dann habe ich einfach das Gefühl, ich weiss aufs Wort, was er meint. Dann habe ich auch das Gefühl, versteht er genau, was ich meine. Und das ist eben, weil wir so gut verstehen, was das Training bei uns bedeutet, dass wir wie dort so eine krasse Überschneidung haben. Oder ob das ist, weil das jetzt einfach Zufall ist, keine Ahnung. Mit ihm verstehe ich mich beispielsweise auch sehr, sehr gut. Und es ist jetzt auch jemand, ich würde, wenn ich irgendwie, egal was für eine Frage habe, würde ich mit ihm über das diskutieren. Angst nicht, nein, aber Respekt, ja. Also Respekt habe ich sicher mal vor dieser Zeit, wenn so ein der Übergang zwischen aktiver Karriere und dann irgendwann ja, einen normalen Alltag finden. Oder eben finden, was mache ich jetzt. Wenn ihr noch mehr über andere Athleten oder auch mich wissen wollt, dann folgt doch einfach der Sam Group.